Einen wunderschönen guten Tag zurück hier LS15 Rockwood im Forst Let's Play. Ja, ich hock schon wieder hier in unserem guten Harvester. Da werden wir jetzt gleich mal starten hier, damit wir dann zeitnah unseren Forwarder endlich in Aktion sehen. Da freue ich mich jetzt echt schon drauf. Ach Mist, ich wollte ja eigentlich mal 6 Meter Stücke machen. Ja, lassen wir es erst mal so. Machen wir hier mal noch ein bisschen Platz. Ich weiß gar nicht, wo wir hier am besten. Ach, eigentlich können wir mal die Ferienhütte hier, die gute Hütte im Wald, die legen wir jetzt mal frei, dass die Burschen nicht mehr so alleine da hinten sind. Dann haben die auch mal wieder Kontakt zur Außenwelt. Ja, jetzt ist es mir relativ wurscht eigentlich, wie die Balken fallen, weil ich das alles dann dementsprechend eigentlich mit dem Forwarder hier handeln kann. Von dem her machen wir das mal random hier einfach alles weg und dann geht es hier auch schon weiter. So. Ja, mit den Folgen bin ich immer noch nicht so wirklich, ja, habe ich wieder nicht dran gedacht zu schauen, wann denn eigentlich jetzt weiter Rockwood kommt. Je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Weil ich glaube, ich stelle jetzt dann Bus-Simulator ein. Das Spiel war ganz lustig, beziehungsweise ist mal für zwischendurch mal kurz eine Runde fahren, ist es ganz witzig. Aber ansonsten finde ich es jetzt nicht so den Bringer, das Spiel. Deswegen werde ich mich da lieber wieder auf andere Sachen konzentrieren und dementsprechend hier eben dann lieber LS machen. Weil da habe ich irgendwie weit mehr Freude dran und ist für mich das interessantere Spiel als jetzt der Bus-Simulator. Vor allem läuft dieses Spiel leider auch nicht so wirklich so performant, wie ich mir das von einem Simulator in 2016 gewünscht hätte. Da sollten sie auf jeden Fall noch Gas geben. Oder stehe ich hier schon? Ja, direkt am Baum dran. Natürlich auch gut. Ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Vielleicht, wie gesagt, ab und zu mal eine Runde Bus-Simulator random irgendwie mal gemacht. Aber ich glaube, als Dauerprojekt werde ich das einstellen. Dafür macht es mir einfach nicht genug Spaß, dass ich da wirklich jetzt tagtäglich Folgen aufnehmen und die dann hochlad. Dann nutze ich meine Zeit lieber anderweitig, eben in Form von LS oder ja, wie gesagt, Far Cry Primal habe ich auch noch, habe ich jetzt mal angezockt. Das wäre auch noch hier auf der Festplatte. Da bin ich gerade so hin und her gerissen, ob ich das nicht mal Let's Play. Da ist es halt doch so, dass man ja die Story dann mehr oder weniger durchspielt. Von dem her, das kann man dann auch wirklich mal viele, viele Parts auf einmal aufnehmen. Und dementsprechend dann ja, hat man wieder ein paar Tage Ruhe davon. Muss ich mal gucken. Eventuell ersetze ich den Bus-Simulator durch Far Cry Primal. Ich glaube, das Spiel interessiert doch den einen oder anderen. So, jetzt haben wir hier, nehmen wir den noch mit. Den rechts hier, ups, müssen wir hier ein bisschen rüberfahren. Ja, okay, jetzt stehe ich hier auch schon am Baum an. Ja, und dann wird es eben noch LS-technisch was anderes geben.
kann ich jetzt hier eigentlich auch mal so preisgeben. Es wird ja eine mehr oder weniger Live-Mapping-Geschichte geben. Das heißt, ich nehme immer wieder partmäßig auf, wie ich eine Karte baue. Und ja, ihr habt dann die Möglichkeit, über die Kommentare Einfluss drauf zu nehmen, was man in der Karte alles verbauen, beziehungsweise wie auch die Karte dann auszusehen hat. Es wird, ja, denke ich, eine Karte, die so auf die Region, wo ich hier wohne, zugeschnitten ist, also ja, schon von der Topografie her ähnlich wie die Garmsting. Wird aber wohl ein bisschen größer. Also so eine Mischung aus Garmsting und Bindelbach, denke ich, wird da in dem Fall eine ganz gute Mischung sein. So, jetzt haben wir hier nämlich mal gut freigeholzt. Dann springen wir nämlich hier in unseren guten Forwarder und starten mal mit dem eine Runde. Ja, wie gesagt, also das wird so eine Mischung aus Bindelbach und Garmsting. Da werde ich eben immer wieder ja, dann so Bauschritte einfach im Video zeigen und eben wenn Entscheidungen anstehen, wo was hingehört oder wo was hin soll, dann wird es eben für euch auch die Entscheidung geben, dass ihr da in den Kommentaren mitspielen könnt oder beziehungsweise mitentscheiden könnt, was dann da so alles passiert oder auch nicht passiert, je nachdem, ja, was dann so an Ideen zusammenkommt. Und das Ganze wird wahrscheinlich eher so ein Projekt, was dann in Richtung LS17 geht. Ich hoffe, dass man da dann nicht allzu viel ändern muss, dass sie vieles beibehalten, wobei ich jetzt schon gehört habe, dass es wohl einen neuen Shader dann geben soll oder neue Shader-Geschichten. Und ja, dementsprechend wird es dann doch wieder ja, einiges zum Umbauen geben. Und aber ich glaube, das ist an sich eine ganz coole Geschichte, wo ihr auch eben dann Einfluss drauf nehmen könnt. Und ja, das wird dann eben so eine Let's Play-Karte für den LS17. So, jetzt mal hier ein bisschen mehr Blickwinkel wieder kriegen. Schauen, ob wir das jetzt wieder hier halbwegs gut hinbekommen. Ich bin schon ewig lang kein Forwarder mehr gefahren, von dem her muss ich jetzt selber erstmal schauen, dass ich hier wieder in die ganze Steuerung hier reinkomme. Na, öffnen, ja. Ich glaube, ich gehe auf die Granoptik, ja, genau. Die ist ein bisschen besser, um hier Holz zu verladen. Okay, das war mal wieder nichts. Schauen wir mal, okay, mehr als einen will er gerade nicht. Zu schön auf den Haufen gelegt. Wow. Na komm, mach auf. Ach, so muss ich drehen. Da muss ich mir doch mal die eine Achse invertieren hier. Das ist so rum blöd. So. Bisschen zu hier. Das war die falsche Richtung. Na, habe ich es jetzt? Jetzt habe ich es. Ja, und dann wird es aber, glaube ich, trotzdem das Rockwood-Projekt hier eben nur noch alle 2 Tage geben. Ich glaube, das reicht für vorerst. Das ist ja doch ja nicht ganz so
viel Abwechslung wie jetzt das normale Spiel, wo man doch viele, viele verschiedene Aufgaben hat. Uah, shit. Ja, im Forst hat man halt dann doch nur Sägen, fahren, aufladen, sägen, fahren, aufladen. So ungefähr. Also wenn es dann mal hier weitergeht mit den Produktionen, dann wird es natürlich schon ein bisschen aufwendiger. Die schaue ich jetzt auch, dass wir die zeitnah dann hier implementieren. Dazu muss ich aber noch ein wenig Platz schaffen, weil ich mir überlegt habe, unten an unserem Forsthof werden wir zumindest die Pelletproduktion schon mal mit rein machen bzw. da platzieren. Dazu werde ich ein paar Hallen da wegnehmen, dass man das eben zumindest diese Pelletproduktion da unten schon mal starten können. Dann haben wir nämlich das relativ nah an unserem Hof. Oder an unserem. Nicht rollen. Warum rollst du jetzt? Ach, Mist. Dann nehmen wir halt doch wieder einen. Ja, das ist eben jetzt so der Plan und eventuell dann den Bereich unten, wo das Sägewerk jetzt ist, dass man da dann eben auch ein platzierbares Sägewerk hinsetzt, wo man auch wirklich Bretterpaletten dann kriegt und nicht nur stumpf verkauft. Das nervt mich hier eigentlich an der Karte noch so ein bisschen, dass man eigentlich gar keine Weiterverarbeitung hat von den ganzen Sachen. Also mit Abliefern vom Holz war es dann eigentlich. Also bis auf das, dass man jetzt noch Hackschnitzel machen kann, aber die muss man halt auch irgendwie selber mit Maschinen machen und hat keine stationäre Möglichkeit dafür. Da muss ich eben dann platzierbare Objekte mit reinnehmen, um das Ganze hier zu bewerkstelligen. So. Blöd in der Zange drin gehabt, aber es geht. Bisschen weit weg bin ich gerade. Merke ich so. Aber noch funktioniert es gut. Von dem her dürfte das passen. So. Mist. Nee, 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 du. So haben wir nicht gewettet. So, perfekt. Das schon mal. Dann nehmen wir nämlich den Haufen hier noch mit. Ups, andersrum. Na, noch ein bisschen raus. Kriege ich die jetzt? Halbwegs schön hier. Ach, da liegt noch einer drunter, deswegen. Ah, okay. Okay. Dann ist es mehr oder weniger in Ordnung. So. Den und die beiden noch. Ja, wie gesagt, die Spitzen, die müssen wir irgendwann mal mit dem Hacker dann alle zusammensammeln und hier wegschrubben. Scheiße. Ja, einmal Joystick falsch gedreht und schon ist das Ganze hier vorbei. Mist. Eieiei. So, jetzt muss ich selber auch noch einzeln nehmen, oder? Ja, probieren wir sie mal zusammen und dann hier drauf zu schieben. Ja, das ist noch so ein bisschen der Nachteil, wenn man öffnen, schließen auf den Drehpositionen vom Joystick hat, da passiert es halt doch ab und zu, dass man einfach die Hand ein bisschen dreht und dann geht das Ganze auf. Das ist dann ja blöd, weil dann passiert eben
das, was uns jetzt gerade passiert ist. So, gut, haben wir die erste Menge hier schon mal weg. Lass mal den mal so hier hängen. Ich überlege jetzt gerade, ob wir hier noch viel mehr drauf tun oder ob wir das dabei lassen. Ja, wobei ein bisschen was geht auf jeden Fall noch drauf. Dann beladen wir den mal noch voll. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Ja, und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.